Meine Damen und Herren, ich bin's, Sterzig. In diesem Video werden wir ein Thema behandeln, welches vielleicht bei euch wirklich epileptische Anfälle auslösen wird. Also kein Spaß. Also beware, es werden viele weirde Sachen passieren. Achso, ich möchte kurz eine Sache sagen, bevor wir anfangen. Wenn es heute also scheiße ist, wird Tim zusätzlich auch noch gefeuert. Ist das der Abo-Drache? Das ist der Abo-Drache! Alle in Deckung! Ist wirklich der allerechte Abo-Drache! Nein, Abo-Drache, lass es! Runter, Leute! Ah! Abonniert jetzt sofort oder ich fresse Opa Heinrich! Meine Damen und Herren, gestern am 20.09.2023 war ich und mein Team in einem Call. Wir haben wie sonst auch immer überlegt, welche Spiele können wir eigentlich diesmal spielen und sind auf etwas gestoßen. Wir haben legit, glaube ich, 20 Minuten lang geguckt, nichts gefunden und dann wurde mir ein Spiel vorgeschlagen. Der Name des Entwicklers ist Jeremy Colliard. Falsch. Der Name des Entwicklers lautet Jeremy Colliard. Jeremy Colliard hat, glaube ich, einen ganz, ganz schlimmen Anfall. Also ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich diesen Entwickler gefunden habe. Schauen wir doch gerne mal den Trailer vom ersten Spiel Fast Dungeon. You have stolen the Sasquatch Sex Amulet. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist kein Einzelfall. Das ist kein Einzelfall. Das zweite Spiel ist genauso schlimm. Schaut euch die Screenshots an. Das ist ein einziger Fiebertraum. Und da hört es nicht auf. Nein, Jeff ist nur der Anfang. Danach kommt dann Sometimes to Deal Difficulty, bla 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 bla. Why? Da geht's dann richtig los. Das Spiel kostet 70 Cent und man spielt ein Stück Pizza. Ich habe wirklich viele Fragen. Da bin ich ins Rabbit Hole. Das ist James Colliard, ein Künstler. Also, das hier ist sein Twitter. Hier finden wir auch nochmal einige wirklich fragwürdige Demonstrationen seiner Kunst. Also, was ist das? Das kann man keinem antun. Hier gibt es richtige Kunstausstellungen am Times Square in New York von seiner Scheiße. Und dann, meine Damen und Herren, habe ich seinen YouTube-Kanal entdeckt. Und das Video, was ich euch jetzt zeigen werde, heißt Together. Ich habe es noch nicht gesehen. Herr Remy, was ist los mit dir? Also beware, es werden viele weirde Sachen passieren. Jeremy, lass, sag mir. Oh mein Gott. Oh, ich muss tippen. Is a place in your head where a thought slowly morphs into real life thing turns into something different than... There is a place in your head where a thought slowly morphs into real life thing. The thought passes through a part of your brain where it turns into something different than it was before. It awkwardly becomes reality. This place is called the Fast Dungeon. Also es gibt einen Ort, wo Gedanken durchgehen, die dann aber Realität werden, weil das Zwischending da irgendwie und es wird eine unangenehme Realität und das ist das Fast Dungeon. Oh, das bin ich. Was ist das da? Abonniert unverzüglich Sterzig oder ich fresse alle Menschen. Ah, Flip, this is fungus and fungible at the same time. Can I exchange my mushrooms for these spreadsheets? Oh! Was ist das? Touch my fuzz. Ein Safe. Schön. Was? Da hinten ist ein Grafikbug, ich sag's nur. Ist das vielleicht jetzt so ein bisschen, so während er bei der Arbeit sitzt, ist dann das so sein Fass-Dungeon? Okay, wir sind drin. Okay, ich kann mich bewegen. Bin ich in einem Arschloch? Wo bin ich? Double Jump to Fly. Ja, wir sind in irgendeinem random Loch auf jeden Fall. Oh mein Gott. Don't touch the Sasquatch Sex Amulett. Was? Ich hab's berührt. Ha?
Follow the threads. Okay. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll gerade. Muss ich hier rein? Das ist so eine Art Zelt. Enter. Ist das Temple Run? Was ist denn jetzt los? Wo bin ich? Kaufland, Pfandflaschen, ich klau gleich alles hier, alles. Das sieht nach einem, schon wieder nach einem sehr legendären Game aus, oder? What the fuck? Oh mein Gott, what the fuck ist das? Was? Hab ich gewonnen? Ist das trippy? Alter, was ist das? Okay. Oh, Baby. Okay. Ich hab absolut keine Ahnung, was hier abgeht. Oh! Alter, ich bin insane. Ja, das ist cute. Alter, guck dir das an. Hier werden ein bisschen Eierchen gelegt. Ey, treffe ich die Scheiße nicht, oder was? Christian, also ich wollte es dir nur zeigen. Es ist. Nee. Also, damit oh! Ich hab's getroffen. Oh ja. Das ist eine schöne Palme. Guck mal, das ist eine. Ja. Sieht aus wie so ein Gehirn. Tristan, ich danke dir, dass du kurz Zeit gefunden hast. War ein geiles Game. Hol dich noch auf Steam, danke. Oh. Plant the seeds in the holes. Aber klappt das jetzt oder nicht? Ah, das hat geklappt. Jetzt nur noch die letzte. Aha. Get some more seeds. Ach, wer ist er denn? Der sieht ja süß aus. Ich weiß gar nicht, was ich kommentieren soll. Kommentiere ich jetzt diese Gesichter dort auf dem Boden, wie sie mit ihrem Gaumen mich da anstarren und zwinkern? Oder diesen Typen dort, der irgendwelche Fetzen im Gesicht hat? Ich weiß es doch alles nicht. Wo komme ich durch? Hier lang. Junge, und er danst da richtig ab. Der hat auch so kleine Krokodile als Schuhe. Das ist ja komplett dumm alles. Feed the hungry mouse. Aha. Miau. No. Ah! Junge, was ist das denn? Oh. Was ist jetzt los? Er ist weg. Er ist einfach gone. Soll ich jetzt darauf? Follow the threads. Hier vielleicht. Das hier. Das hier? Ja, das sieht doch gut aus. Kann ja nur fucking gut werden. Was ist das? Soll ich gegen sie jetzt Fußball spielen? And began a tribe about Marxist economics, environmental conservation, lack of sleep, 24/7 consumer technology, colonization, and the video game while getting a cup of coffee in his kitchen before recording. Digga, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Was ist denn das jetzt, eine Burg? Ich glaube, ich gehe einfach zuerst in diese Burg hier rein. Wer seid ihr? Oh mein Gott! You have stolen the Sasquatch sex amulet. Habe ich? I have no idea what is going on. Ich bin Alexa? You are in the fuzz dungeon. How did you get here? Ich bin mir nicht sicher. I'm honestly not sure. How did you get here? We should lock you up for trespassing. Wie bist du hierher gekommen? Wir sollten dich einsperren für trespassing, also für Betreten von einem Property, Digga. Ich weiß nicht, ich will. Ich hab doch keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich würde einfach die Wahrheit sagen. The well back to your work has closed up now. We need the amulet to open it back up. Can I take an Amazon Alexa and leave now? Can I take an Amazon Alexa and leave now? Junge, ich verstehe nichts. Wir sind ja noch nicht durch. So, wo gehen wir hin? In die Küche? 1, 2, 3. Hallo? Ach, du lebst. Wer bist denn du? Shake my hand.
I want to be human. Soll ich ihn jetzt einfach mal die Hand schütteln? Muss er da jetzt gegenkotzen? Ah, perfekt. Oh, okay. Kotz mal die Schüssel voll, mein Bre. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Ach toll, das lief doch klasse. Make statue puke in horse butt? Junge, wie krank träumt der Typ denn? Oh Gott. Der ist gelb. Also den gelben packen wir hier ins Gelbe. Dann haben wir hier noch den grünen. Nein, nein, den hier. Den packen wir ins Grüne. Und dann haben wir hier noch den blauen. Und den packen wir hier rein. Was ist das? Ist eine Amazon Alexa. Soll ich ihm das jetzt einfach geben? Die Amazon Alexa? Hello, I am your friend. Hier durch? Durch die Tür? Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Weißt du? Okay, was soll ich machen? Oh Gott, wer bist du? Bossfight! Hab ich ihn? Was ist das für ein Wurm über seiner Schulter? Oh mein Gott. Wo bin ich? You are about to go on a shopping spree for images. Aha. When the gates up, grab as many pictures as you can. Hab ich gerade... Ich hab gerade minus 19 Bilder. Weil ich so viele doppelt habe. Ist doch geil. Minus 39 Bilder. Schön. Keine Trophy? Weil mein Score minus 39 ist? Das ist ja gemein. Das ist aber schiss. Wir haben ja noch mehr vor uns, hä? Hey. Wir werden das heute gemeinsam schaffen, ne? Was bin ich? Welcome to Z2E, Behavior Change Program that guarantees people get access and help they need. Please enter your company's name. Amazon, Amazon, Verizon. Ich nehme einfach mal Verizon. Muss ich hin? Hier lang? Er hier? Yes, Xanax, Adderall. Okay, und Viagra. Sheesh! We have prescribed to you Viagra. Danke. Ist ja überhaupt nicht schlimm! Ich hab aber so Hunger, hab ich noch. Oh mein Gott, was zum Teufel, Mann! Oh mein Gott. Was hat denn der Entwickler auch mit diesem blöden Amazon Alexas? Bitte hör auf! Welcome to the assembly line. Drop the meat, boys, in the buckets in front and in back. My first job was at Arby's.
Es interessiert keinen, was du beruflich gemacht hast. Nicht eine Person in diesem Video interessiert sich wirklich ernsthaft dafür. Meine Zuschauer sind eher besorgt über meine Gesundheit. Bitte halt dein Maul, ich will diese scheiß Meatballs in diese Was eine Gold? Haben wir nicht was zu essen hier? Ja. Was ist das? Was muss ich machen? Soll ich die jetzt hier alle einsammeln? Das ist ja toll. Ich find's schön, wie die Person rechts tanzt. Das lässt mich lächeln. Na, wer bist denn du? Dann würde ich mal sagen, wir sammeln hier die Drogenpilze. Naja, alles ist normal. Alles ist völlig normal. Nein, nein, alles ist völlig normal. Oh, Dicker. Bin ich wach? Bin ich wach? Ich bin wach. Mein Gott. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Das ist mir viel zu viel. Ja, natürlich ein Satellit, der fliegt. Oh, oh, okay. Ja, interessant. Okay, dann schießen wir einfach mal die Köpfe ab. Ja, natürlich. Alles gut. Ich bin einfach ein Vogelsatellit und schieße mit einem Laser auf Pixel-Grafikmonster. Und da vorne schweben irgendwelche weirden Köpfe. Es ist alles einfach nur schlimm. Ja, ab in seinen Mund. Let's go. Ich bin Sebastian Sterzig. Ein ganz normaler Bürger. Mit einem Traum, Leute zu unterhalten. Mit einem Traum, er selbst zu sein. Ich selbst zu sein. Ich bin nur ich. Ich will nach Hause. Ich möchte endlich wieder ich selber sein. Ich will ich sein. Ich will nur ich selber sein. Ich habe so viel durchgemacht heute. Ich. Ach ja. Was ist das? Ist mir scheißegal. I lost some of my fuss. My girlfriend went to visit her family in California and I closed all the curtains and stayed home for 2 weeks. It was the longest I'd ever been totally alone. During the day I made a perfectly scaled 3D model of my living room. At night I smoked weed and played Counter-Strike and System Shock and watched old kung fu movies. Most things I like haven't changed much since I was a teenager. I feel most comfortable mentally living in the time period when I came of age. Most of my dreams still happen in the house where I grew up. My psychological growth is stilted, just my gut keeps growing. When I get drinks with friends, they tell me I should do therapy. I told my mom I'm a communist and she told me I need to do therapy. The world feels like it's falling apart. Oh God. Ah! Talk to Fuss Monster. Okay. I think I saw the sex amulet on the bookshelf. Once you have that, you can go to your city. Warte, er hat das Sex amulet? Das ist ja der Hammer. Da ist es. Open on dungeon floor. Das hier? Everything and start society over again. Go into the well and go back to your old life. Stay here and party with us. Soll ich alles in die Luft jagen? Ich glaube, das wäre das Beste. Ich glaube, das wäre das Beste. Press any key to turn to main menu.
Ja, Leute, war das erste Spiel von Jeremy Goulart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die anderen Spiele auch noch sehen wollt, dann bewertet, also dann müsst ihr mal richtig krass mit den Bewertungen eskalieren. Würde mich freuen. Und schreibt vor allem viele Kommentare. Also wenn ich da wirklich einen zweiten Part zu machen soll, dann muss ich das jetzt auch in den Bewertungen sehen. Ansonsten könnt ihr vergessen. Diese Scheiße gehört eingegraben. Wirklich eingegraben. Und es sollte nie, wirklich nie wieder ans Tageslicht. Danke, Jeremy.